So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und Adi versucht schon wieder mit seinem dicken Bobs alles umzuwerfen. Dafür brauche ich aber erstmal hier diese Schere, denn ich muss gleich dieses Päckchen hier aufmachen. Und wer das letzten Monat gesehen hat, ich habe ja gesagt, ich kriege jetzt immer jeden Monat so eine WrestleCrate UK Box, ja. Guckt euch das an, das ist ein Wrestling-Ring. Kriege ich immer einmal im Monat eine WrestleCrate UK Box mit Wrestling-Nerd-Stuff drin, irgendwas. Diesmal sollte, glaube ich, ein Artikel zu CM Punk drin sein. Da ist immer schon ein bisschen immer gespoilert, was in der nächsten Sendung dabei ist. Die Box dürfte jetzt nicht so fett sein wie die letzte war die allererste. Und weil ich für 12 Monate vorausbezahlt habe, habe ich 12 extra Goodies bekommen. Im Normalfall sind da nämlich so 4 bis 6 Sachen drin. Aber irgendwie garantiert auch immer ein T-Shirt. Was da jetzt wirklich drin ist, wollen wir uns jetzt angucken. Ich sehe da nochmal hier, was ich so cool fand. How to do a perfect unboxing, ja. Ready to create, setup, camera, have fun und share worldwide. Zack, so sieht das aus. Das wollen wir jetzt mal aufmachen. Das ist ja total... Was ist das denn hier? Das ist ja total lumpig hier zusammengemacht. Einfach nur so ein Klebestreifen, der überall komplett weghängt. Und dann tun wir den hier rein. Können die schon fast... Wir müssen nur hier oben das noch einmal kurz. Können das jetzt aufmachen. Können uns das wieder mal von innen anschauen, wie toll das diesmal aussieht. Ihr macht die nämlich auf. Und habt hier drin ja wieder dieses Ganze, was man mit der Box noch so machen kann. Könnt eure Katze da rein tun, eine Festung bauen. Wir wollen aber nicht so lange rumfaxen. Ich muss nämlich jetzt gleich nur zu meinem Tattoo-Termin. Die Hand wird nämlich weitergemacht. Wir müssen jetzt schauen, was diesmal da drin ist. Wir fangen mal an, hier wieder mit dieser Rolle. In dieser Rolle war letztes Mal ein Poster drin. Da müsste jetzt auch wieder ein Poster drin sein. Wir ziehen das jetzt mal hier raus. Wir breiten das mal aus und gucken, wer das diesmal ist. Und es ist ein Poster von CM Punk. Das ist also der CM Punk Artikel. Ihr habt hier einmal CM Punk als Poster mit drin. Wie er da sitzt, total fertig mit der Welt. Wieder Ramses immer nach dem Stream, ne? Guckt euch das an. Auf der anderen Seite nochmal. Das sieht aber eher aus wie Thomas. Thomas im Stream, ne? Wenn er mal wieder die kleinen Kinder ärgert und dann so, ich habe Feuer gemacht. So richtig brutal, während Ramses da sitzt und kann es einfach gar nicht fassen. Mein Thomas, mach's doch nicht schon wieder. Also das finde ich sehr lustig, dass sie das direkt auf einen abgestimmt haben, ja. Letztes Mal ja auch ein Poster drin von so einem mexikanischen maskierten Wrestler. Ich weiß gar nicht, wo ich das hin tun soll. Tust es jetzt an die Wand, machst es später wieder ab. Ja, also machst es lieber nicht an die Wand. Jetzt gucken wir mal weiter, was wir hier noch haben. Hier haben wir nämlich... jetzt ist das T-Shirt ins Klo gefallen, ins Katzenklo. Wir haben hier... Oh mein Gott. Wir haben hier sogar eine CM Punk DVD. CM Punk. The Best of CM Punk Volume 1. Mit ganz vielen Matches drauf zu CM Punk, gegen Mike Cruel, mit Colt Cabana, gegen Ace Steel, Danny Dominion, das ist von 2002, 2001, alles in diesem Bereich irgendwie, gegen Loki, gegen Christopher Daniels, gegen Justice Payne, Chris Hero, Colt Cabana, Bill Real, Joey Matthews, Christian York, Rick Blade, Reckless Youth und nochmal Christopher Daniels in einem Street Fight. Ich habe zwar ein DVD-Set von CM Punk, aber das beschäftigt sich wirklich theoretisch nur mit der Zeit in der WWE. Das ist natürlich wieder die Zeit vor der WWE, sozusagen, müsste eigentlich. Da war ja auch bei Ring of Honor und alles möglich. Ich weiß nicht, von welcher Company das ist. Das seht ihr dann, wenn ihr das guckt. Auf jeden Fall nicht nur ein Poster, auch noch eine DVD dabei vom CM Punk. Dann guckt euch das mal an, wie lustig, weil das T-Shirt ist in die Katzentoilette gefallen und der Adi hat sich gleich hinterher draufgesetzt und ich hoffe, er macht nicht gerade, er pullert gerade nicht drauf. Ich hoffe, er sitzt halt wirklich einfach nur auf dem T-Shirt, was in der Toilette liegt. Dann habt ihr hier, was ist das?
Special Offer for Wrestling Great Subscribers. Get one free month of any Wrestling Subscription or rent any video for free. Da habt ihr wieder im Prinzip. Könnt ihr hier auf so eine Seite, könnt ihr euch angucken, ob ihr jetzt SWA, Britannia, PW4U, Chaos, Fight Factory, das sind so bestimmte Seiten, bestimmte Firmen. Und da könnt ihr dann gratis dahin und könnt da gratis euch was reinziehen und darum streamen und machen und tun. Ja, das ist ja, hat ja Martin Guerrero gesagt, das ist immer in jeder Box dabei, wo ihr dann immer einen Monat kostenlos da auf dieser Streaming-Plattform unterwegs sein könnt. Könnt euch da den ganzen Stuff angucken. Hier haben wir dann wieder ein Autogramm. Autogramm ist also auch wieder am Start. Und zwar von Teddy Biasi. Wenn ihr den kennt, kennt ihr noch Teddy Biasi? Guckt euch den an. Mit, finde ich auf jeden Fall cool, dass es immer so im selben Stil gehalten ist, dass die Größe einheitlich ist von diesen Autogrammkarten, dass die alle so ein bisschen gezeichnet wirken. Hier ist es immer noch so unterschrieben. Das sieht auf jeden Fall sehr edel aus, ob man Teddy Biasi jetzt mag oder nicht. Steht wieder auf einem ganz anderen Blatt, aber es sieht edel aus, es sieht nobel aus. Jetzt haben wir, wie immer, ist natürlich auch das Heftchen mit drin, wo immer dabei steht, was alles in dem Zeugs eigentlich so ist. Ihr habt hier, seht ihr das, Wrestle Great UK, ihr seht das CM Punk. Die Itemliste, da kann man nämlich auch mal vergleichen. Teddy Biasi, aha, Exclusive Signed Artwork, Best of CM Punk DVD, Dawn of the Deathmatch T-Shirt. Das haben wir uns noch nicht angeguckt, das müsste das T-Shirt sein. El Phantasmo Wrestle Great Buddy. Der ist sicherlich in der XL-Box drin, also ein El Phantasmo Wrestle Great Buddy, also ein, ne? Insights Ropes Label Pin haben wir auch nicht, weil es ja einen Unterschied gibt zwischen der normalen Box und der dicken Box. Die dicke Box kostet nochmal 5 Euro mehr, ich habe nur die kleine, aber Best in the World Poster ist dabei, Wrestling Luggage Tech, keine Ahnung, und Months of UK Wrestling on Demand, ne, haben wir auch dabei. Ihr seht auch, was hier immer so drin ist. Hier seht ihr natürlich die Leute aus der letzten Box, die sich da das T-Shirt reingezogen haben und haben die Karten hoch und laden das immer hoch. Die werden dann auch immer gepostet, werden auch immer ins Heft mit reingenommen. Hier ist die Vorschau schon fürs nächste Mal, denn in der nächsten Box ist ein exklusives T-Shirt von Malakai Black drin. Diesmal hieß es ja CM Punk, ein Special Artikel, und fürs nächste Mal steht schon fest, dass da ein T-Shirt von Malakai Black kommt. Jetzt möchte ich zum Abschluss aber noch das Highlight auspacken, denn ich finde, das Highlight von den T-Shirts sind eigentlich, von den Boxen sind eigentlich immer die T-Shirts. Deswegen machen wir das jetzt hier mal auf, gucken uns das mal an. Und was sehen wir hier? Oha, Dawn of the Death Match. Ihr kennt bestimmt Dawn of the Dead, ja, den Zombie-Film. When there's no rules in hell, the deathmatch will rule the ring. Guckt euch das an, ein Wrestler, der gleichzeitig auch ein Zombie ist, der hier total verfault und verschimmelt ist an der Seite, der hat da noch eine Leuchtstoffröhre in der Hand, hier hinten habt ihr noch einen Stuhl. Finde ich auf jeden Fall richtig cool, das Design. Dawn of the Deathmatch, ja, eine Mischung aus Zombie, Film und Wrestling. Wie findet ihr das Design? Wie findet ihr das T-Shirt? Im Prinzip kaufe ich mir diese Box immer nur für das monatliche T-Shirt, weil die Box genauso viel kostet wie ein T-Shirt, wenn ihr euch das normal kauft. Alles andere kriegt ihr sozusagen kostenlos dazu. Die Autogramme, die DVDs, die kleinen Goodies, die sonst dabei sind, sind ja auch mal so Anstecker dabei oder Pins oder irgendwas. Und was das nächste T-Shirt ist, wissen wir ja schon, nämlich das von Malakai Black. Und das sieht auch richtig deftig aus, finde ich. Und man kennt den ja, ja. Der war ja auch in der WWE die ganze Zeit, ist jetzt bei AEW angekommen. Finde ich wieder mal richtig genial. Das Shirt ist, glaube ich, das coolste Shirt bisher, was drin war. Die anderen Sachen werde ich mir auch zurücklegen. Den Adi werde ich gleich nochmal maßregeln hier. Der sitzt nämlich schon wieder im Karton. Guck dir das an. Adi, Schatz. Und ich muss jetzt los. Wir müssen jetzt nämlich zum Dado-Termin. Ja? Ich habe was vergessen. Hier die Rolle, Adi. Rolle darf nicht fehlen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mittwoch
immer WrestleCrate UK Box auspacken, weil Mittwoch ist ja eh Raid Mania, Mittwoch ist Raw, Mittwoch immer der ganz besondere Tag. Peace out, vorhaut euer Ramses.